Du wolltest mich hochjagen. Oh, die Hölle. Komm mal an. Wie sieht die Plantage aus? Oh, du weißt schon. Zigarren, weiße Anzüge, elegante Abendessen. Nur mit Waffen. Na komm schon, du Großstadtheld. Du bist jetzt im Westen. Das ist eine Plantage. Ein knalltes Gebäude mit viel Zauberton. Der Spanner sucht nach einem Tangente. Also ist sie vermutlich da drin. Unter wem ist sie hier? Keine Ahnung. Die Monteros halten sich bedeckt. Versuch das vielleicht auch mal. Verdammt! Ich bin unterwegs! Leck mich! Hey, Clara. Hast du dich schon mit Carlos Montero in Kontakt gesetzt? Noch nicht. Offensichtlich muss ich erst seine Tochter. Ja, Camila. Tu, was nötig ist. Wir brauchen die Unterstützung der Bauern, wenn wir den Westen übernehmen wollen. Ich gehe jetzt dorthin. Ich werde dich anrufen, wenn ich Carlos getroffen habe. Das wird super, Dani. Carlos wird dich lieben. Que traigan más cerveza.
Meine wahren Diaranas, ich habe euch versprochen, seid gefunden, wie in Zeiten der Niederlage immer die Wahrheit zu sagen. Clara Garcia und ihre Libertad-Heroes haben uns von der Wiener und unseren Verkannten viel besser. Jetzt können diese Tiere an jeder Hälfte Jahre Chaos und Zerstörung verbreiten. Aber wer die Wahrheit der Jarana ist richtig zu befürchten. Unsere Armee hat den Eid geleistet, euch mit aller Kraft zu verteidigen und unsere Partie zu schützen. Und sie sind bereit, diese Terroristen wie einen Krieg verlaufen zu leiden. Das ist kein Versprechen, das ist die Wahrheit. Kamera, da muss weg. Mit dieser Espada ist nicht zu spaßen. Eine Leiche? Bitte, Signor Presidente. Was macht die Virus und durch und durch allein? Unsere Wissenschaft. Das Schwert? Man sollte sie Messer nennen. Scheiße, was geht denn da oben ab? Unsere Arbeiter verpacken es in unseren Fabriken. Und gibt es ausländische Investitionen? Nein. Wir erreichten diesen wissenschaftlichen Durchbruch mit unserem Blut, Schweiß, unserer Treue. Niemand half uns. Niemand glaubte an uns. Doch
ich zweifelte nie an unseren Fähigkeiten, denn wahre Yarana haben die Überzeugung, meine Vision zu sehen, das Paradies wieder aufzubauen. Senor Presidente, für jene Yarana, die mit dem Kopf im Sand leben, was können Sie uns über dieses große Wunder namens Vivir erzählen? Verehrung ist unser Geschenk an die Welt. Wenn du mir sagst, wo er ist, könnte das sogar passieren. Nein! Bitte! Wer verdammt bist du? Dani, von Libertad. Bist du die kleine Montero? Die kleine Montero. Fick dich, Fili. Ich muss mit deinem Vater sprechen. Clara will ein Abkommen schließen. Claras Name bedeutet hier gar nichts. Du arbeitest für Clara Garcia? Du bist Carlos Monteros Tochter? Bitte töte mich nicht. Sag mir, wo dein Teniente ist. Versprich mich nicht zu töten. Cayo Villarreal! Cayo Villarreal! Das ist Josés Privatinsel. Hast du alles? Nein. Aber es ist genug. Und der? Und der sagt seinem Boss, José Castillo, dass ich all seine Tenientes töten werde, einen nach dem anderen. Nur zum Spaß. Danach befreie ich alle Parias, die diesen beschissenen Tabak herstellen. Das tue ich für mein Volk. Und schließlich sagt der José, dass ich ihm die Kehle aufschlitze, genau hier. Und das tue ich für mich. Ich glaube, ich muss das aufschreiben. Sag dem kleinen Schweineficker einfach, Espada war hier. Und sag deinen Freunden, sie sind im falschen Team. Geh zu Papa. Wir nehmen die Pferde da draußen. Okay. Klingt, als hätten sie deine aufgeschlitzten Leichen gefunden. Das Militär wird uns am Arsch hängen. Ja,
viel zu leise. Gehen wir. Hier lang, na los. Geh mir auf den Fersen. Ruhig, ganz ruhig. Langsam, langsam. Los. Vamos. Ja, ja. Mach die Schweine fertig. Komm schon, wir müssen uns beeilen. Da drüben, Ärger. Gracias. Ruhig. Reiten wir. Los. Hier lang, schnell. Scheiße, fast da. Hier lang, hopp, hopp. Hier drüben, unter die Brücke. Ist doch gut gelaufen. Ja! Okay, ich glaube, wir haben sie abgehängt. Sie, geschafft. Du reitest gut. Schlecht bist du auch nicht. Wo hast du gelernt, so zu schießen? Militärakademie. 16 bis 21. Das können wir gebrauchen. Ich mix auch richtig gute Mojitos. Das glaube ich erst nach einer Kostprobe. Seit Wochen hatte ich nichts außer Felis Klärbuch-Scheiß. Ich tu mal so, als wäre das nicht ernst gemeint. Castillo scheint das Leben hier draußen ziemlich erschwert zu haben. Sein Neffe José ist für uns das wahre Problem. Wir nennen den kleinen Bastard Napoleon el Pequeño. Kleiner Napoleon? Süß. Der Name ist süßer als der Mann. Die Monteros sind schon seit 200 Jahren auf diesem Land. Jetzt hat der Sklavenlager für diesen Viviro-Dreck ausgemacht. José wird unseren Leuten eine Pistole an den Kopf und lässt sie pausenlos arbeiten. Der Come Mierda hat sogar meinen Papa geholt. Er war zu lange auf dem Feld. Das Gift hat ihn krank gemacht. Doch wenn es nie zugeht, jetzt führt Papa seine eigene kleine Revolution an. Ihr werdet Libertad brauchen, wenn ihr Castillo aufhalten wollt. Du bist nicht die Erste, die mir das sagt. Aber Papa hat seinen Stolz. Er vertraut nur seinen eigenen Leuten. Entweder bist du ein Montero oder ein Niemand. Du willst also sagen, dass ich am Arsch bin? Ich weiß nicht, bei dir könnte es anders sein. Du bist nicht wie die anderen, die Clara geschickt hat. Vielleicht wird er dich mögen. Vielleicht. Wie weit ist es noch bis zu deinem Lager? Dauert nicht mehr lang. Hast du es eilig? Nein, nein, schon gut. Ist ein gutes Training. Wow! Hier los? Du bist jetzt im Westen, Guerriera. Das Schwert und die Heldin! Schön, dass ihr beide lebt. Du hast sie also gefunden. Sie hat es nicht leicht, aber es hat sich doch gelohnt, oder? Ihr kommt genau richtig. El Jefe sorgt für Abendessen. Okay. Wo warst du? Auf Erkundung. Blödsinn, wer ist das? Mein Name ist... Dich hat keiner gefragt. Spann dich, Papa. Das ist Dani von Libertad. Libertad geht mir am Arsch vorbei. Wo ist ihre Augenbinde? Papa, sieh dich um. Das sind Bauern, keine Kämpfer.
Oder soll Chorizo allein gegen El Pequeño kämpfen? Hey, lass Chorizo da raus, ja? Unsere Leute müssen lernen, Guerilleros zu sein, Camila. Von uns. Deshalb bin ich hier. Du siehst mir nicht nach Guerilla aus. Ich sehe nur einen Turi. Wenn der Turi uns Ärger macht, bist du schuld, Camila. Er mag dich. Willkommen in der Finca Montero, Heldin. Komm, Chorizo, heb dir das für den Nachtisch auf, Kumpel. Los. Lara, ich habe die Monteros getroffen. Wie ist das gelaufen? Naja, Carlos will nichts mit mir zu tun haben. Aber ich verstehe mich gut mit seiner Tochter. Sie ist meine Eintrittskarte. Du musst sie verstehen. Eine von ihnen werden. Der erste Schritt ist, dieses Lager zu verstehen. Ich sehe mich mal um. Okay, Dani. Pass gut auf dich auf. In der nächsten Stunde rausschmeißen. Wunderbar.